Hallo, mein Name ist Christine. Ich habe serbisch-rumänische Wurzeln, bin aber seit meiner Geburt in Wien. Ich bin in der Reinigung tätig, schon seit 15 Jahren. Und wie es mir geht, natürlich wie der ganzen Bevölkerung, schlecht. Ja? Wir arbeiten alle für einen Mindestlohn. Ihr wisst genau, Reinigung wird sowieso nicht gut bezahlt. Aber ich rede mal auch von den ganzen anderen Pflegeberufen, alles. Ja? Die bekommen auch noch nicht so viel. Das ist ja das Problem. Und die größte Frechheit, meiner Meinung, ja, habe ich vor kurzem gelesen, eine syrische Familie bekommt 4.600 für Nixtun. Ich dagegen arbeite in zwei Firmen, dass ich mir meinen Lebensunterhalt irgendwie leisten kann. Also das ist die größte Frechheit. Ja. Ich zahle Steuern, lebe hier. Meine Großeltern waren schon hier, die waren Gastarbeiter, die haben natürlich auch gearbeitet, ja, und Steuern bezahlt. Also wir sind halt fleißig. Wir müssen ja Steuern zahlen, aber im Gegensatz zu den anderen, wir lassen ja alle rein. Wir sind ja Sozialstaat, die Bevölkerung sagt nur Bananenrepublik. Tut mir leid, aber es ist wahr, ja. Alle kommen rein, kassieren, wir müssen dafür arbeiten und schuften. Es ist eh alles schon so teuer, ja. Also seit Corona können wir sich eh nichts mehr leisten, ja. Oder einen Urlaub fahren. Oh, ich habe Gänsehaut und ich habe Angst, ja. Weil man liest nur alltäglich Misshandlungen, Vergewaltigungen. Jemand wird abgestochen, ja. Vor kurzem zweimal hintereinander in einer Woche kam es zu Missbrauch. Also es ist einfach schon zu viel und ich sage, es ist genug und Sie da draußen auch. Irgendwann mal muss es einfach einen Stopp geben. Chaos-Truppenregierung. Ja. Also zum Kanzler, wir sagen ja die Bevölkerung, ich rede ja jetzt für die Bevölkerung, Schmähhammer, der erzählt nur einen Schmäh, der sowieso dann nach der Wahl nicht mehr durchsetzen wird. Ja. Jetzt vor der Wahl hat er gutes Reden, natürlich, ne? Aber wir glauben ihm nichts mehr. Ja? Also, da glaubt ihm keiner mehr. Nicht mal ich, nicht einmal mehr die Bevölkerung. Ja? Herbert Kickl, ich sage nur, er ist ehrlich. Er hält zu den Österreicher und Österreicherinnen. Also, er sagt einfach, was er denkt. So wie ich gerade. Es ist einfach die Wahrheit. Und er würde uns auf jeden Fall helfen. Ja? Weil es ist einfach zu viel schon. Es passiert einfach schon zu viel in Wien. Und ich fühle mich auch nicht mehr sicher als Frau. Ich gehe nicht mehr raus in der Nacht spazieren, weil ich einfach Angst habe. Ja? Vor 20 Jahren, da war ich ein junges Mädel, habe mich rausgetraut, bin spazieren gegangen, habe ich keine Angst gehabt. Ja? Seit 2015 hat sich viel geändert. Ja? Also das ist einfach nur noch schrecklich. Ich würde mir wünschen vom Herzen, dass Wien wieder sicher ist und dass endlich die Grenzen zumachen. Ja, und dass der Bevölkerung geholfen wird. Ja, und die ganzen Zuckerln, was die Regierung uns dazu schickt, das heißt, das nehmen sie uns aus den Taschen raus und geben sie uns auch wieder zurück. Was haben wir davon? Ja, wir können sich das Leben eh nicht mehr leisten. Also es ist einfach nur traurig. Ich bin traurig. Wegen dem einfach am 29. September FPÖ wählen.